Gut, dann hat sich das ja noch gelohnt, da nochmal reinzugehen. Das heißt, Pikachu kann jetzt. Fast alle geheimen Techniken. Es fehlt nur noch eine. Und jetzt geht's in die Arena von Fuchsania City. Pokémon Arena von Fuchsania City, Arenaleiter Koga. Der giftige Ninja-Meister. Wow. Sei gegrüßt, zukünftiger Schelm. Wie ist dein wertes Befinden? Wie du sicher weißt, gibt es in Fuchsania City dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalspfade sich mit denen vieler Pokémon gekreuzt haben. Um diese Arena betreten zu dürfen, musst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. Die habe ich schon zu Beginn des heutigen Tages gefangen. So, wie ich sehe, hast du nicht weniger als 56 Pokémon-Arten gefangen. Damit bist du als ehrwürdiger Herausforderer in dieser Arena zugelassen. What? Hahaha, ich habe dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht, was? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf dem falschen Fuß erwischen werde. Kokas Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Er sah mir zum Verwechseln ähnlich, oder? Nur an seinem Sprachstil müsste er vielleicht noch arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst weitergehen und deine geheimnisvollen Attacken im Kampf höchstpersönlich erleben. Ja, Carsten, der war natürlich auch schon wieder hier. Immer diese Wände. Hey, stehen geblieben. Was hältst du von den berühmten unsichtbaren Mauern der Arena von Fuchsania City? Eigentlich ist es hier nur Nebel, habe ich das Gefühl. Bisschen komisch. Domteur Henry. Fort. Nidorina. Ich mach dich fertig mit Schaufler. Easy. Knuddler. Hoppala. Komm in dem Knirscher weg. Knuddler ist doch viel cooler als Knirscher. Ja. Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen, ne? Das geht. Ich sehe noch nicht mal Sandama. Wie soll es vergiftet werden? Naja, gut. Schiebung! Uff, du bist ganz schön auf Zack. Guck mal, hier steht auch Uff. Ja? Beutel. Ich habe hier bestimmt ein Gegengift.
Oder wir haben was, was alles heilt. Habe ich ja nun gelernt. Boah, da sind schon wieder Zuschauer an der Seite, ey. Hä? Ah. Erfolg hängt nicht allein von der Stärke deiner Pokémon ab. Auf die Strategie kommt es an. Wenn du schon mal hier bist, zeige ich dir am besten gleich, was ich damit meine. Man muss so ein bisschen auf den Nebel, Rauch, wie auch immer, achten. Als Trainer Milo. Wir vergaben uns mal wieder. Ja, wow. Dieses Gift, ey. Dann noch mal. Ist gut. Okay, das funktioniert so nicht. Letzter Stoß, Sternschauer. Und jetzt schmeißt er noch den Mond auf uns. Gibt's ja wohl nicht. Dann halt Pikachu. Plätschersurfer. Wir setzen jetzt echt mal Plätschersurfer ein, um zu merken, dass es verfehlt. Sogar mit Surfbrett, wo das auch immer herkommt. Boah. Ey, das ist nur das erste Pokémon. Das erste. So, bitte jetzt ein besseres Pokémon als dieses Slimog. Level 49 für Pikachu. Und Level 35 für Relaxo. Piboa. Ja, Biboa ist besser. Kann aber leider auch Schutzschild. Krass. Und da ist das Gift weg.
Wow, du bist außergewöhnlich. Ich weiß. Und jetzt werden wir erstmal Pikachu heilen. Aber nicht so, sondern mit Beutel. Zientasche. Hypertrank. Ne, Moment. Dafür Wasser reicht vollkommen aus. Und dann Hypertrank. Ja, vollkommen ausreichend. Ah ja, ja. Hallo. Früher habe ich als Zauberer gearbeitet, aber mein Traum war es immer, ein Ninja zu sein. Dieser Traum hat mich schließlich in die Arena von Fuxania City geführt. Auf dem Weg nach Fuxania City. Moment, das heißt Vetania City. Jongleur Chuck. Die Mörderpuppe fördert dich heraus. Fordert dich heraus. Chuck. Ich weiß, es heißt Chucky, ne? Heißt es aber. Chuck Norris. Das gibt's genau. Das war es. Ich bring gerne meine Namen durcheinander. Wobei eigentlich ja nicht. Oh. Das war's schon. Oh. Das war schnell. Der nächste, bitte. Jetzt kriegst du erstmal eine Kostprobe meiner Spezialtechniken. Naja, solange es nicht so spezial ist wie der Gegner eben. Nathan, der Weise. Mehr ein Apollo. Apollo kommt nicht zu viel. Tschüss. Du brauchst ein anderes Pokémon. Apollo. Ich habe gesagt, du brauchst ein anderes Pokémon. Apollo. Wie zum. Also manche kriegen es einfach nicht auf der Reihe. Ein anderes Pokémon heißt ein anderes Pokémon. Ja gut, Schutzschild. Das hilft halt auch nur ein bisschen. Hinterron erreicht Level 40. Ist klar. Oha. Du beherrschst also auch die eine oder andere Spezialtechnik, was? Ja, klar. Ah ja, hier geht's lang. Meister Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja. Wer sind deine Vorfahren? Legendäre Nichtskönner. Astrainer Valentina fordert dich heraus. Mit einem Bisa-Knosp. Machen wir es so.
Wow. Oh nein. Wir müssen jetzt tatsächlich doch einmal Hypertrank einsetzen. Dann sind wir bei 126. Und wir sind wieder bei 29. Smogmog. Okay, jetzt haben wir Pikachu auch mal wieder zurückgeschickt und wir machen weiter mit, ja. Boah, mit was eigentlich? Enchoron. Ist vielleicht nicht das Beste, aber jetzt vom Typverhältnis, aber gut. Vom Level geht es noch so einigermaßen. Komm, hier Konfusion. Guck mal. Sehr effektiv. Super gemacht. Nicht schlecht. Ja. Aber auch nicht so gut. Auch ich bin ein Schüler von Meister Koga. Der Einsatz von Pokémon ist eine uralte Ninja-Tradition. Echt? Ich glaube nicht. Domteur Edgar. Mit einem Arrbock. Naja, jetzt ist ja Relaxe da vorne. Kopfnuss. Kopflos. Kopf nicht mehr. Enthorn. Noch ein Arbok, ey. Ich glaube, ich sollte wieder mit Psycho-Attacken angreifen. Du, Flor. Ich muss danach ins Pokémon Center, definitiv.
Ich hasse Paralyse. Die ist so unnötig. Das ist auch unnötig. Will ich das erste Mal K.O. gehen in diesem Spiel? Noch ein Arbok. Ja. Hat es in der 6. Arena doch mal. Ja gut, jetzt gibt es halt ein bisschen Preisgeld. Und es wird schwarz vor Augen. Du eilst mit deinem besiegten Pokémon-Team zu einem Pokémon-Center. Tja. Ja, Tränke ist klar. Wie viel Zeit haben wir denn? Ja, 19 Stunden und 17 Minuten. Ja, über 19 Stunden Spielzeit, das erste Mal K.O. Das kommt halt mal vor. War im Prinzip, ja, der letzte Trainer vom Arenaleiter. So, dann nochmal. Jetzt sind wir ja wieder mit einem vollen Team da. Mit gegen drei Arbok. Erstes Arbok besiegt. Toll. Sehr toll. Zweites Arbok besiegt. Duflo erreicht Level 40. Aha. Ja. Und drittes Arbok besiegt. Level 36. Gegen andere zu verlieren gehört bestimmt nicht zu den alten Ninja-Transitionen.
diesen ganzen Nebel hängt immer so ein bisschen das Spiel, das merkt man. Yay. Unnötig. So, Koga, ich bin da. Ein Kind wagt es, Ninja-Meister Koga zum Kampf herauszufordern. Lachhaft. Du wirst feststellen, dass jeder mein Gift wehrlos ausgesetzt ist. Das Ende kommt langsam und unausweichlich. Meine geheimen Ninja-Techniken werden dich schon auf den giftigen Boden der Tatsachen zurückholen. Ja, nee. Vier Pokémon. Wir machen einfach mal wieder ganz normal mit Schaufler weiter. So. Wieder runter. Wir wissen ja, dass Toxin trotzdem trifft. So, weiter Schaufler. Aha, Explosion. Ja, das trifft nämlich nicht unter der Erde. Und dadurch, dass er damals immer noch unter der Erde ist, trifft jetzt Schaufler. War wahrscheinlich nicht so ganz die gute Idee von Koga. Gut, jetzt ist Sandama zwar besiegt, aber wir haben ja auch schon ein Pokémon besiegt. Jetzt kommt Pikachu erstmal. Da werden wir jetzt mit Donnerblitz durchfahren. Ja gut, Schutzschild halt, ne? Und jetzt haben wir schon zwei Pokémon besiegt. Omod. Ja, Omod ist nicht gerade so die gute Wahl. Ach, Schild. So, Golbat. Ich glaube, das war's für Koga. Ja. Easy win.
Du bist ein würdiger Kämpfer. Und gibt 7040 Pokédollar. Ich wurde geschlagen. So sei es. Der Seelenorden gehört dir. Du erhältst den Seelenorden von Koga. Da du nun den Seelenorden besitzt, gehorchen die aller Pokémon bis Level 70, auch wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und das hier sollst du auch haben. TM27 Toxin. In der TM27 verbirgt sich eine Attacke, die seit 400 Jahren in meiner Familie weitergegeben wird. Toxin. Ein Pokémon, das mit Toxin vergiftet wird, erleidet Runde für Runde mehr Schaden. Mit dieser fürchterlichen Attacke wirst du zu einem wahren Albtraum für jeden Gegner.